Halligalli, MH-Wanche? Jo, ihr wisst jo, diese neue Funktion bei YouTube, die zwangsweise aufgedrückt wird, dass man nach einem Video immer direkt ein anderes Video eingespielt bekommt. Ob einen das interessiert oder nicht, ist YouTube scheißegal. Ja. Warum mache ich aus. Ah, ja, im Moment, da mache ich mal so eine Schaufel aus dem Kapier, geht das nicht. Ja. Also, manchmal kommen da halt Videos von Leuten, wo man eigentlich ganz bewusst nie ein Video von geguckt hat. So ganz bewusst. Ja, zum Beispiel dieses Video jetzt mache ich. Also, mache ich jetzt. Ich habe das Video schon eine Weile vor, aber was ich jetzt mache, ist, dass ich hier gerade. Doch, eigentlich. Ich bin krank, ich kann nicht sagen, egal, das tut jetzt schon. Jedenfalls, ja, eben gerade, wirklich jetzt eben gerade, ich habe das Video gerade weggeklickt, lief eine Weile ein Video von Gronkh, ja. Ich habe mir noch nie ein Video von Gronkh angeguckt. Einmal Let's Play, weil da irgendwas von Dirk Bach drin stand, da habe ich aber nach einer halben Minute oder so geblickt, dass es mit Dirk Bach nichts zu tun hat. Ansonsten nie wieder. Also ich habe nichts persönlich gegen Gronkh, ich gucke einfach nur so gut wie gar keine Gaming-Videos. Ja. Das Video war jetzt gar nicht, naja, was soll ich sagen? Ich bin ein großer Fan von Kelly, also Mrs. Vlog, ja. Die ist da auch ganz kurz in dem Video aufgetaucht. Gronkh hat sie in den Pool geschmissen. Nicht wahr? Aber ansonsten interessiert mich der Typ nicht. Also der Typ interessiert mich gar nicht. Er scheint ganz okay zu sein, aber whatever. Scheint vom Typ her okay zu sein, aber deswegen muss ich mir seine Videos nicht geben. Ja, wenn ich vom Typ hier gar, das geht hier nicht, es ist kein Hate-Video gegen Gronkh, es ist überhaupt gar kein Hate-Video. Ja? Und wenn es hier eigentlich geht, ja, das könnte dem Titel ja schon entnehmen, das ist Mr. Hat-Tutorial. Ja? Schon tausendmal den Namen gehört, schon was weiß ich, hundertmal gesehen, wie der Typ verarscht worden ist. Ich wusste einfach, ist nicht mein Ding, ja. Ich bin jetzt einer der Typ, der sich Videos von Leuten anguckt, nur weil er den Namen schon tausendmal gehört hat. Ja, mache ich nicht, weil, jo. Ja. Man muss sich nicht in der YouTube-Szene, zu der ich mich gar nicht dazu gehörig fühle, weil ich einfach mit keinem anderen YouTuber regelmäßig persönlichen Kontakt habe. Ich glaube, in meinem gibt es dort wohl jetzt gar nicht so viel. Also, ja. Es gibt schon coole Leute, mit denen ich übers Netz zu tun habe, die auch bei YouTube sind und so, aber halt nicht so persönlich und ja, also ich sehe mich halt nicht so Szene. Was heißt das überhaupt, Szene? Filmszene kenne ich, ihr wisst ja, ich arbeite an einem Film, aber darum geht es jetzt nicht. Ja, jedenfalls wurde mir, ohne dass ich das wollte, ein Video eingespielt, wo dieser Herr Tutorial drin vorkam. Erst ein Interview, meinetwegen konnte ich ja noch mitleben. Ich lag tot auf der Couch. Ich hab keinen Bock gehabt, aufzustehen, das scheiß Video wegzuklicken. Ja. Nach diesem Interview kamen halt noch weitere Videos von Sammy Schleimani, Tutorial. Und ich hab nur gedacht, yo. 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 Soll ich sagen? Ich will nur nicht rumhaten. Typ hat zwar Fans, das kann er haben, ist mir scheißegal. Aber nicht mein Ding. Nein, überhaupt nicht. Also in dem Interview, das Interview war das Schlimmste.
Das Interview, du warst ja mit seinen zwei Schwestern. Irgendwie, keine Ahnung. Und das war irgendwie. Oh ja, und sind unsere Fans alle höchstpersönlich so wichtig? Ich habe Millionen von Fans. Ey Leute, ich sag's euch, wie es ist. Wir sind jetzt gut 750. Ja, also. Vergleichsweise. Nichts gegen euch. Ehrlich, gegen niemand von euch ist es jetzt was. Ja? Aber vergleichsweise ist es nichts. Ja. Und ich kenne euch nicht alle persönlich. Ihr seid mir auch nicht alle persönlich wichtig. Ja, klar habe ich im ein oder anderen Video schon gesagt, ich habe euch lieb. Ja, das meine ich auch wirklich so. Aber ich meine nicht jeden von euch. Da meine ich die Leute, mit denen ich regelmäßig interagiere. Ja. Ja, mit denen ich im positiven Sinne regelmäßig interagiere. Die von euch habe ich lieb. Also genau dich. Ja, dich nicht, dich du hin, Arne, dich wieder, ja, und dich, dich du hin, aber auch wieder nicht. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich bei kurz 750 Abonnenten, ja, schon recht wenig Ahnung habe, wer ihr eigentlich so, was heißt, seid denn, natürlich habe ich keine Ahnung, wer ihr seid, das ist der Schleimani, Depp hat behauptet. Dass ihr mir alle einzeln so wichtig seid, noch, und wir stehen total in Kontakt, und, das ist Geschleime, Entschuldigung, das ist Geschleime, das pack ich nicht mit meinen gut 750 Abonnenten und mit Millionen von Abonnenten, packt das keine Sau. Ja, ich weiß nicht, wer sich da verarschen lässt, oder wer hier einstapft von seinen Fans, distanziere ich mich davon, da bin ich nicht, bin ich nicht. Vor ein paar Tagen habe ich ja nie ein Video von dem gesehen und fand's gut so. Hey, wer da drauf reinfällt, würde ich, ey, hab mich lieb, jo, Jokum. Jokum, ich hab euch auch lieb, aber ich hab auch gesagt, nicht alle von euch. All die meisten von euch, und dann habe ich nie was geschrieben, von denen habe ich nie ein Video gesehen, von denen war ich nie in Kontakt gestanden. Viele von euch habe, was okay ist, noch nie was kommentiert. Ja, das ist okay. Das ist echt okay, ja. Aber wenn ich hier behaupte, ihr seid mir alle. Das war jeder Einzelne so wichtig. Das wäre sowas von gelogen. Ja, bei gut 450, die wir jetzt sind. Ja, und nicht bei Millionen von ja. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Ich mache mir wirklich immerhin noch die Arbeit, und das stimmt wirklich. Zumindest, wenn ich eine E-Mail krieg von wegen der und der hat dich auf YouTube abonniert, ja, dass ich mal kurz auf den Kanal guck, ob die Person Videos hochlädt und ob da was dabei ist, was mir gefällt. Ja, mache ich wirklich. Das ist kein Scheiß. Allerdings auch nur bei den Leuten, wo ich die E-Mail krieg. Ja. Es gibt ja auch Leute, die, du kriegst was nicht angezeigt, die sind dann einfach da. Ja. Und da gucke ich dann auch nicht, weil das ist mir einfach, das ist mir zu blöd, ja. Ja, aber naja, was ich richtig, richtig übel fand mit diesem Schleimani-Interview, richtig übel, richtig, ich hab fast gekotzt. Und dann, weil ich krank bin, ich hatte die ganze Zeit nicht gekotzt, ja. Ich bin erkältet, ich hab nichts am Magen. Oder so. Ja. Oh ja, und wir sind ja in keinem Netzwerk, weil es uns ja nicht um die Kohle geht. Und ja, wir machen das von Herzen. Und ey, Leute, 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 ich hoffe, ich gucke gerade in die Kamera. Ich schiele ein bisschen. Ah? Leute, wenn ich zu euch sage, ich mache YouTube nicht wegen der Kohle, dann ist es die Wahrheit. Ja? Fakt ist auch, dass bei mir so gut wie keine Kohle rüberkommt. Meine Klickszahlen sind viel zu klein. Ist okay, wirklich, ist voll okay, wenn es mir um Kohle gänge. Würde ich mich einem Netzwerk anschließen, das kann man durchaus mit einem Kanal in meiner Größe, wird denn mir optimieren lassen, bla bla bla. Nein, habe ich keinen Bock drauf. Ich bin mein eigener Chef, weil YouTube für mich ein Spaßprojekt ist, ein reines Fun-Projekt. Ja. Klar, sollte irgendwann mal der Erfolg durch, sage ich nicht, ne? Das sagt du keiner. Ja, aber es ist weg, es ist überhaupt gar nicht in meinem Kopf drin. Irgendwie auf YouTube erfolgreich zu sein, ne? Gut, ich habe mal überlegt, mal Überschriften in der nächsten Zeit ein bisschen reißerischer zu gestalten. Und ich sag's jetzt schon ganz öffentlich, also
Von daher ist es schon mal ein Großteil von dem Effekt möglicherweise weg. Also da geht es mir nicht um Erfolg, sondern da will ich einfach mal was ausprobieren. Das habe ich aber schon ein paar Mal ausprobiert. Es geht also wieder von mir an, dass ich früher war, ich schwul. Ich wollte nur wissen, ob es funktioniert. Ich war nie schwul, wobei ich mich hier nicht von Homosexualität distanziere, weil jeder wie er will. Aber ich bin's nicht und ich war es auch nicht. Ja. Es ging einfach darum, in der 10. Klasse war ich nie in der Schule, weil ich war die ganze Zeit mit Schwänzen beschäftigt, ja. Insofern, ja, ihr wisst, wie ich meine, ja. Ich hab meins doppeldeutiges Schwänze, ja, beschäftigt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Hat funktioniert. Also zumindest der erste paar Tage hat funktioniert. Ich wollte aber nur blitzen machen. Das ist jetzt gleich. Das ist für mich, YouTube ist für mich Spaß, ja. Deswegen sage ich ja öfter so, was mit passt. Ich überlege aufzuhören, weil für mich ist es wirklich nur Spaß. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann habe ich auf YouTube nichts mehr zu suchen. Ja, es ist einfach so. Aber in diesem Interview hier, dieser Herr Schleimani oder die drei Schleimani, Gebrüder oder wie die heißen, Schwester, ja, uns geht es hier um nichts, deswegen sind wir in keinem Netzwerk. Deswegen lassen wir uns nicht vermarkten. Och, wir machen es ja nur für euch. Ey, Bullshit! Ey, Bullshit! Es ist so Geld, aber das ist gelogen. Es ist einfach absolut bekannt, dass Sami Slimani, also dieser Ariel, ja, einen Manager hat. Einer von den Viva-Gründern. Deswegen ist er da jetzt auch Moderator. Nicht, dass ich Viva gucke, vor allem seit er angeblich gar keine Musik mehr läuft. Aber man kriegt ja einiges mit, ja? Auch aus rechtssicheren Quellen. Und es ist einfach gelogen, wenn ein Schleimani behauptet, dass er nicht gemanagt wird. Das heißt nicht, dass er es nur zum Spaß macht. Ey Leute, wie kann man auf so einer Schleimspur, wie kann man drauf reinfallen? Ey. Ist ja nicht so, dass ich nicht, was heißt gönne? Was heißt gönne? Was gönne ich? Ich mag den Typ nicht. Und der ist gönne relativ, ja? Aber soll er denn Erfolg haben? Ich bin wirklich nicht neidisch. Mir kommt's auf Erfolg nicht an, wie ich schon öfter gesagt habe. Für YouTube reiß ich mir nicht den Arsch auf, weil ich mit YouTube an sich, also, ich meine, ich sag viel Schleim, ja, aber ich meine, es hat euch, ich meine, es hat meine Community, die meiste. Also die, mit denen ich in Kontakt habe, ich schon gesagt, das sind alle mehr. Ich muss ich nicht mehr wiederholen. Ja, die sind großartig. Das macht Spaß mit euch. Aber ich bin mit YouTube an sich unzufrieden. Ja, das bin dieses Kerl, nee, warum geht's jetzt nicht? Ja? An sich bin ich mit YouTube unzufrieden. Also mit der Plattform an sich. Ja? Und da lege ich keine großartige Energie, keine Kraft rein. Ich mache Videos zum Scheiß, klar habe ich Talente, ich habe einiges an Talente. Die habe ich wirklich, ja, die muss ich euch aber hier nicht beweisen. Ja, vielleicht irgendwann, vielleicht wird's was mit meinem Film, vielleicht, wenn ich jemals die Kraft dazu wiederfinden sollte, wenn ich es nicht, weil ich krank bin, sondern es hat noch andere Gründe. Ja, wenn ich jemals die Kraft dafür wiederfinden sollte, vielleicht irgendwann mal auf der Bühne. Ja, da kein Problem. Ja, eventuell, wie gesagt. Da kann ich das dann zeigen, aber auf YouTube nicht. Möchte ich nicht. Ja, werde dann möglicherweise auf YouTube landen, weil andere Leute das filmen, ja. Und hochladen. Ja, aber ich persönlich reiß mir für YouTube nicht den Arsch auf. Und jeder, der meine Videos kennt, der weiß das. Ah, was ich sagen wollte, ja. Es ist, wie gesagt, es ist kein Hate-Video. Sorry, Leute, ich bin ein bisschen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Kieser. Ich babbel ein bisschen. Ich weiß, dass ich durcheinander babbel. Entschuldigung. Ist so, aber es ist wirklich so. Na, jedenfalls, ja, wenn ich zu euch sage, mir geht's hier nicht um Kohle, mir geht's hier nicht um Fame, es ist die Wahrheit. Aber nicht bei Schleimani, bei Herr Tutorial. Das ist berechnet. Das ist berechnet. Der hat, wie gesagt, der wird gemanagt, ob er in einem Netzwerk ist oder nicht, ist scheißegal, es weiß ich nicht, interessiert mich nicht, der ganze Typ interessiert mich nicht. Deswegen sage ich hier einmal wieder, es ist kein Hate-Video, weil im Prinzip kommt er nicht dazu, dass mir seine Videos eingebettet werden. Also die, was halt euch spielt, darin, ja, kann der ja auch nichts dazu. Trotzdem, ich vermisse die Zeit, wo ich von diesem Typen nie,
noch nie ein Video gesehen habe. Diese Zeit wünsche ich mir zurück, aber sie wird nicht zurückkommen. Weil jetzt habe ich halt ein paar. Gut, ich habe es mehr gehört. Ich bin sehr kurz, aber das langt schon zu kurz. Ja? Der Typ lügt. Der lügt ohne Ende. Der lügt euch an. Also ich unterstelle euch nicht, dass ihr Fans von ihm seid, aber wenn, ja, sind ja möglicherweise ein paar dabei und möglicherweise verliere ich diese Abonnenten jetzt, weil, jetzt hat er doch in Ruhe. Nee, lass ich nicht. Ist nämlich ein scheiß Lügebeutel. Der Scheiße labert, der rumschleimt, dass ich fast um meiner Couch gerutscht bin. Weil der Schleim so hoch in meiner Wohnung stand, wo das Video gelaufen ist. Bildlich, ihr wisst, was ich meine, ja? Ey, sorry, ey, sorry. Ja? Ich habe kein Video davon irgendwie bewertet, weil ich auf meiner Couch lag. Ich werde auch garantiert keins mehr anklicken, ja, von ihm. Aber ich gebe hier mit Daumen runter. Ja, so rum. Daumen runter. Für den Schleimani-Clan. Und für Hetetariel. Ja? Das geht nicht, was der Typ bringt. Der lügt so offensichtlich, ja? Der lügt so oft, der schleimt auch gut. Der schleimt. In einem von deinen Videos war der in Wesisch nicht irgendwo in Arabien. Ist es Arabien? Egal. Da wo die Araber wohnen, Kamele und so. Wüste, ja. Und da gibt's auch noch, weil Dubai, was? Ja, Dubai war. Ja? Oh, guckt euch mal diese Fanta an. Ey, die ist ganz, ganz dunkel und die schmeckt ja so geil. Und ach Gott, dieser Burger, ja Gott, dann müsste es sonst halt es in Deutschland geben. Du willst in Deutschland diesen, oh Mann, also gut, soll sein Fantasaufe, er soll sein Burger fressen. Habe ich kein Problem damit. Soll der machen, aber eben, lange, nein, nein. Kann mit dem wundesten Arsch kacken. Der ist so rund gelutscht, der flutscht über. Zugeschleimt ohne Ende. Ich hasse so Leute. Ja, es ist doch ein bisschen Hate. Ja. Aber es ist so. Es ist so. Der Typ schleimt sowas von. Soll er 20 Millionen Abos haben? Ist mir scheißegal. Ich frag mich nur, wie kann man? Wie kann man auf sowas reinfallen? Ja, und ich bin sauer. Da kann der nichts für. Aber ich bin sauer, dass YouTube mir aufgezwungen hat, so eine Videos zu gucken. Ja, ich glaube, was soll ich machen? Ich lag ab und auf der Couch. Ich konnte es nicht wegklicken. Versteht ihr? Es ging nicht. Ich war nicht in der Lage dazu. Da musste ich diesen Scheiß ertragen. Dieses Geschleime, ach Gott, und wir stehen ja mit all diesen Leuten in Kontakt und ja, das ist einfach gelogen. Es geht nicht. Es geht nicht. Ja? Unsere Marionette gemanagt und es geht überhaupt nicht um Kohle bei denen. Wisst ihr, Leute, ich sag's, wie es ist, ja? Wenn ich dementsprechend die Klickszahlen hätte, dass ich davon leben könnte, klar wird's dann bei mir auch um Kohle gehen. Es ist nichts Schlimmes. Ja, aber schlimm ist es dann, wenn man nicht dazu steht. Ja, Fakt ist, bei mir, vergiss es. Vergiss es, ich könnte wohl nicht leben. Aber ich hab nicht mal eine Ahnung, wie ich mir das auszahlen lasse. Ich hab mich immer noch nicht drum gekümmert. Wenn ich dann irgendwann mir auszahlen lasse. Ja, das habe ich gesagt, dann spende ich das an Ärzte gegen Tierversuchung. Das ist mein Ernst. Ja, das ist wirklich mein Ernst. Das sage ich nicht, um mich hier zu stellen, ui, ich bin der Held, sondern das mache ich, weil vielleicht, ja, der oder andere von euch YouTube-Einnahme, die eventuell, ja, und eventuell vielleicht auch gegen Tierversuche spenden. Also, würde mich freuen, mich, deswegen rede ich darüber gelegentlich. Wirklich, das ist der einzige Grund. Ja? Das ist der einzige Grund. Ja? Aber bis jetzt habe ich gar keine Ahnung, wie ich mir das auszahlen oder so kann. Ja, es ist mir wirklich egal, weil bei mir ist YouTube ein Fun-Projekt. Was anderes wäre es nie wäre, selbst wenn ich irgendwann mal von meiner Werbeeinnahme leben könnte. Ja?
Da geht es zwar dann auch um Kohle, weil du musst irgendwie, musst du was leben, musst du Miet bezahlen. Musst du was essen, musst du was trinken. Bei Jungs vor allem muss ich was so. Ja, siehst du, ich will ja nicht mehr. Ich lebe zur Zeit von, oder letztes Jahr, mit letztes Jahr war es schlimmer. Weil ich, ja, ich krieg Arbeitslosengeld II, aka Hartz IV. Ja. Und bei mir wurde einiges einbehalten, weil ich einfach Darlehen gekriegt habe. Und so weiter. Und dann habe ich noch eine Geldstrafe. Staatsanwaltschaften so abgestottert. Ich habe von 200 € im Monat gelebt. Plus Miete. Weil es geht. Ja, das ist in Ordnung. Ist nicht schön, aber das geht. Ich darf von mir wirklich behaupten, dass es mir nicht um Kohle geht. Wenn so ein Schleimbolzen wie Sammy Schleimani, das ist wirklich. Ja? Ich habe mal gehört, hab ich nicht gehört, aber stell euch mal vor, es gibt eine neue Ghostbusters-Verfilmung. Spielt der das Slimer, ey. Braucht gar nichts lernen. Slimer ist cool. Ja, das wäre halt eine uncoole Version vom Slimer. Ja, ich meine, wenn so jemand sagt, was ganz eindeutig ist, ja, es geht ihm nicht um Kohle. Nur um Gottes Willen, und er hat euch alle so lieb. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, wie ich meine? Hey, Salamaki, ich will gar nicht, was Leute an dem seinen Videos finden. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß, ich habe vielleicht bestimmt viel Scheiße gebabbelt. Ich bin gerade voll in einem Zustand, ein Video zu machen. Aber dadurch, dass ich gerade mir das von Gronkh. Ich bin Gronkh. Ja? Ich bin auch Gronkh. Aber, also, krank. Mach nochmal richtig. Krank ist bei uns Gronkh. Aber ich bin halt Gronkh, das hat mit dem Gronkh, mit dem Let's Player-Typ nichts zu tun, aber da ich dieses Video eigentlich schon seit einigen Tagen, wenn nicht Wochen vorhabe, ja, das halt sich gerade so ergeben hat. Der hat immerhin Mrs. Wheelock kurz. Wir wurden den Pool geschmissen, ne? Habe ich jetzt aufgenommen. Ich hoffe, ich habe nicht so viel Scheiße gelabert. Ich weiß es nicht. Ich bin total nervatikab. Ich leg mich halt gleich wieder hin. Ich werde nicht auf die Träne drücken. Ich werde schon wieder. Ein paar Tage bin ich wieder viel zu weit besser. Ich merke gerade nur, dass ich jetzt im Moment mehr schwummer. Ich sollte mir was essen. Das habe ich halt noch nicht gemacht. Deswegen laber ich wahrscheinlich so scheiße. Ich habe genug zu essen, du. Keine Angst, weil ich gerade schläge und so weiter. Immer. Das ist kein Problem. Geht. Ich habe nur, ich bin wach. Schwach. Liegt der Edekonst da auf der Couch. Ja, euer Kaffee. Meh. Nicht so weg, aber ich habe genug Do. Aber koche Kraft. Ich habe gekocht. Aber jetzt könnte ich in die Küche gehen, ich könnte was essen. Ja, auch wieder Kraft. In die Küche gehen. Die Kaumuskeln bewegen. Ne, ich leg mich lieber wieder hin. Ich kann morgen was essen. Ich habe ein bisschen was gegessen vorhin, wo ich gekocht habe. Aber nicht wirklich viel. Und ich bin krank. Also krank. Ja. Ihr wisst schon, was ich sag, man, ich sag Gronkh, man, ich hab den Let's Play-Typ, okay? Ja, das ist alles, deswegen habe ich hoffentlich jetzt nicht zu viel Scheiße gelabert. Ja, aber die Message, ich bin, na, was ist da im Kopf? Ich weiß, was ich sag. Ich weiß nur, ich merke nur, dass ich da mal abschweiße. Und die Message, dass dieser Herr Tutorial der totale Lügner ist, der totale Schleimbolze ist, nicht gerade an den Denk und gerade so ein bisschen Dreischreiz kriegt. Nie die Verarschung, die ich von dem gesehen habe, einfach nur zu Recht war. Ja? Das wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist kein Hate. Wirklich nicht, weil. Listen, let die, will. Listen, let die. Guns N' Roses hat es gesagt. Listen, let die. Ja? Soll er machen? Soll er machen? Ja? Aber es wäre schön, wenn solche Videos bei mir nicht auftauchen würden. Da kann der nichts dazu. Ja, doch Connor, weil er macht Videos. Wird er keine Videos machen, würde die anderen bei mir. Ihr ja, wisst, was ich meine. Ja. So. Well. Ich sag nochmal Tschüss. Bis dann.